Seit Monaten sorgen sogenannte Querdenkerversammlungen für Schlagzeilen. Häufig taucht in dem Zusammenhang die Frage auf, ob man solche Versammlungen nicht von vornherein verbieten könnte. Hallo, mein Name ist Christian Ernst. Ich war Assistent an der Bucerius Law School und bin mittlerweile Professor für öffentliches Recht an der Helmut-Schmidt-Universität, ebenfalls hier in Hamburg. Was sind aus rechtlicher Sicht eigentlich Versammlungen und was schützt die Versammlungsfreiheit? Das Grundgesetz, die Verfassung Deutschlands, enthält in Artikel 8 das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Danach haben alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung und Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Weder das Grundgesetz noch die sonstigen Gesetze definieren aber, was genau eigentlich eine Versammlung ist. Das ist der Rechtspraxis, vor allem den Gerichten und der Rechtswissenschaft überlassen. Praktisch maßgeblich ist dabei das Verständnis des Bundesverfassungsgerichts. Es definiert Versammlungen als örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen mit dem Zweck, durch gemeinschaftliche Erörterung oder Kundgebung bestimmter Fragen an der öffentlichen Meinungsbildung teilzunehmen. Die Versammlungsfreiheit beinhaltet also ein Kommunikationselement und dient auch politisch-demokratischen Zielen. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Versammlungen typischerweise gegen gesellschaftliche Mehrheitspositionen richten. Mit der Versammlungsfreiheit können gerade Minderheiten ihre Stimme erheben. Von manchen wurde die Versammlungsfreiheit deshalb auch als das klassische Grundrecht der Unzufriedenen, Unbequemen oder gar Aufsässigen bezeichnet. Beinhaltet dieses Recht nun auch, dass eine Minderheit mit einer Versammlung die Mehrheit in Gefahr bringen darf, wie man es derzeit bei Versammlungen während der Corona-Pandemie befürchtet? Oder darf der Staat solche Versammlungen verbieten? Die Ausübung der Versammlungsfreiheit darf jedenfalls durch den Staat eingeschränkt werden. Einschränkungen der Grundrechte durch Gesetze oder andere staatliche Maßnahmen sind zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen notwendig und vollkommen üblich. Auch für die Versammlungsfreiheit sieht der Artikel 8 des Grundgesetzes so etwas vor. Dort heißt es, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. In der Praxis führt dies selten zu kompletten Verboten von Versammlungen schon im Vorfeld. Andere Beschränkungen sind aber keine Besonderheit. Zur Versammlungsfreiheit gehört einerseits ein Selbstbestimmungsrecht der Veranstalter. Diese können entscheiden, zu welcher Zeit, an welchem Ort oder in welcher Art und Weise sie eine Versammlung durchführen wollen. Andererseits können die Behörden schon im Vorfeld beschränkende Auflagen anordnen, die bei der Durchführung der Versammlung berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel wird der Ort der Versammlung verlegt, um den Straßenverkehr nicht übermäßig zu behindern. Der Zeitpunkt einer Versammlung wird verschoben, um einem Gedenktag Respekt zu zollen. Oder den Teilnehmern wird auferlegt, während der Versammlung Atemschutzmasken zu tragen. Müssen Versammlungen genehmigt werden? Nach der hergebrachten Systematik müssen Versammlungen von den Behörden nicht genehmigt werden. Vor allem das inhaltliche Anliegen oder Ziel, das mit einer Versammlung verfolgt wird, muss vom Staat nicht als vertretbar oder gar würdig für eine öffentliche Versammlung eingeordnet werden. Auch dieses dürfen die Veranstalter, bis auf einige wenige strafrechtliche Ausnahmen, selbst frei bestimmen. Der Staat hat nicht die Befugnis, vorzugeben, zu welchen Zwecken seine Bürgerinnen und Bürger demonstrieren. Eine andere Regelung würde dem demokratischen Verständnis des Grundgesetzes widersprechen. Durch ein vorheriges Genehmigungsverfahren wäre nicht nur die Veranstaltung einer Versammlung in Frage gestellt, auch die Meinungen, die auf der Versammlung geäußert werden, könnten zensiert werden. Und solche staatliche Meinungszensur verbietet die Verfassung ebenfalls ausdrücklich. Diese rechtlichen Sicherungen sind Ausdruck einer staatlichen Neutralität. Denn die Auseinandersetzung mit Versammlungen ist leicht durch die eigene persönliche Meinung zu einem konkreten inhaltlichen Anliegen geprägt. Hat man Verständnis für das Anliegen, ist das Abhalten der Versammlung in Ordnung. Ist man aber inhaltlich anderer Meinung, kann es passieren, dass man auch der Durchführung der Versammlung als solcher skeptisch gegenübersteht. Die staatlichen Behörden sollen sich jedoch frei von solchen persönlichen Wertungen mit Versammlungen befassen. Praktisch läuft das Geschehen normalerweise folgendermaßen ab. Es beginnt damit, dass die Veranstalter eine geplante Versammlung bei der Behörde anmelden. Die Veranstalter müssen dann nicht auf eine Genehmigung warten, sondern können zum geplanten Termin die Versammlung veranstalten.
Und damit zeigt sich der große Unterschied zwischen einer Anmeldung und einer Genehmigung. Die Anmeldung verschafft der Behörde erst einmal nur Kenntnis über die geplante Versammlung. Die Behörde kann dann von sich aus entscheiden, ob sie tätig wird und Maßnahmen ergreift. In der Praxis unternimmt die Behörde in den allermeisten Fällen aber nichts und die Anmeldung bleibt ein formaler Vorgang. Bei dem Genehmigungserfordernis hingegen muss die Behörde zwingend aktiv werden. Sie muss nämlich die Genehmigung erteilen, sonst darf die Versammlung nicht stattfinden. Während ohne Genehmigung eine Versammlung nicht stattfinden dürfte, sind nach dem hergebrachten System Versammlungen im Ausgangspunkt generell erlaubt, die Anmeldung eröffnet aber den Weg für behördliche Reaktionen. In der Praxis kann es also vorkommen, dass die Behörde nach der Anmeldung eine Auflage erlässt, die von den Veranstaltern berücksichtigt werden muss, wie zum Beispiel, sich an einem bestimmten Ort zu versammeln. Stellt sich dann während der Versammlung heraus, dass gegen Gesetze verstoßen wird, dass Gefahren für die öffentliche Sicherheit entstehen oder Auflagen der Behörde nicht eingehalten werden, kann die Polizei vor Ort die Versammlung auflösen. Grundsätzlich bewirkt die Versammlungsfreiheit also, dass Versammlungen erst einmal beginnen und dann wegen der konkreten Entwicklung aufgelöst werden können. Nur in Ausnahmefällen wird eine Versammlung schon vor ihrem Beginn verboten. Das Grundgesetz lässt den Bürgerinnen und Bürgern die Chance, Versammlungen ordnungsgemäß abzuhalten. Das ist das hergebrachte System. Während der ersten Welle der Corona-Pandemie haben manche Bundesländer nun bestimmt, dass Versammlungen entgegen der hergebrachten Systematik nur mit einer vorherigen staatlichen Genehmigung zulässig sind. Dem Wortlaut der grundrechtlichen Versammlungsfreiheit widerspricht dies eigentlich. Dort heißt es ja, ohne Anmeldung oder Erlaubnis. Man muss aber sagen, dass dieser Wortlaut, zumindest für die Anmeldung, nicht derart streng verstanden wird. So fordern die Versammlungsgesetze seit jeher eine Anmeldung, obwohl das Grundrecht auch diese ausdrücklich ausschließt. Das Bundesverfassungsgericht geht jedoch davon aus, dass eine Anmeldepflicht von Versammlungen, mit Ausnahmen für sehr kurzfristig organisierte Versammlungen, die Ausübung der grundrechtlichen Freiheit nicht verletzt. Sinnvoll und praktisch ist eine Anmeldepflicht allemal, damit die Behörden für einen gerechten Interessenausgleich zwischen der Versammlung und anderen, etwa Verkehrsteilnehmern, sorgen können. Ob es sich aber auch rechtfertigen lässt, während einer Pandemie Versammlungen unter einen Genehmigungsvorbehalt zu stellen, obwohl das eigentlich im Widerspruch zur Formulierung und Idee der Versammlungsfreiheit steht, ist noch ungeklärt. Die Rechtswissenschaft ist da in einer ganz ähnlichen Situation wie die Medizin oder Ökonomie. Auch Juristen brauchen mitunter Zeit, um passende Antworten auf die derzeitigen Herausforderungen zu finden. Unter welchen Voraussetzungen kann man Versammlungen wegen einer Pandemie verbieten? Seit Monaten sorgen sogenannte Querdenkerversammlungen für Schlagzeilen. Häufig taucht in dem Zusammenhang die Frage auf, ob man solche Versammlungen nicht von vornherein verbieten könnte. Während der ersten Welle im Frühjahr wurden in verschiedenen Bundesländern tatsächlich Regelungen erlassen, nach denen generell alle Versammlungen verboten sein sollten. Über diese Regelung hat das Bundesverfassungsgericht bislang nicht direkt entschieden. Es stellte aber fest, dass ein Verbot von Versammlungen stets eine Betrachtung des Einzelfalls erfordert. Ein generelles Vorgehen, unabhängig von den Umständen der konkreten Versammlung, dürfte deshalb nicht zulässig sein. Es muss also für die einzelne Versammlung klar sein, dass ihre Durchführung zu unhaltbaren Zuständen führt, um sie schon im Vorfeld zu verbieten. Diese Bewertung setzt eine Gefahrenprognose voraus, die auf konkreten Tatsachen beruhen muss. Rechtsverstöße müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit drohen. Bloße Vermutungen, Gerüchte, Meinung oder etwa eine allgemein aufgeheizte Stimmung reichen für ein Verbot nicht. Diese Umstände muss der Staat darlegen und beweisen, weil er das Grundrecht der Versammlungsfreiheit beschränken will. Es sind nicht die Bürger, die rechtfertigen müssen, warum sie sich versammeln wollen. Und dann müssen auch noch die konkreten Gründe für eine staatliche Beschränkung oder ein Verbot höher zu gewichten sein als die Bedeutung der Versammlungsfreiheit im speziellen Fall. Alles in allem handelt es sich zum Schutz des Grundrechts um einen sehr strengen Maßstab. Ein Verstoß gegen Corona-Schutzregeln kann in der Sache zwar durchaus ein Verbot begründen, weil der Gesundheitsschutz von besonders hoher Bedeutung ist. Es reicht aber regelmäßig, wenn die Veranstalter sich glaubhaft von etwaigen Rechtsverstößen im Vorfeld distanzieren und zusagen, gegen etwaige Verstöße vorzugehen, zum Beispiel durch den Einsatz von ausreichend Ordnern oder mit Durchsagen auf der Versammlung.
da es die staatlichen Behörden sind, die im Zweifel beweisen müssen, dass solche Zusagen nicht ernst gemeint sind, sind Verbote auf dieser Basis praktisch schwierig. Anders kann dies sein, wenn die konkreten Veranstalter schon mehrfach Versammlungen organisiert haben und Zusagen stets nicht eingehalten worden sind. Aufrufe in Internetforen oder sozialen Medien können dabei allerdings nur schwer berücksichtigt werden, weil es häufig nicht klar zu ermitteln ist, von wem diese genau stammen. Auch reicht es grundsätzlich nicht, dass man bei Versammlungen, die für eine bestimmte Meinung eintreten, die Erfahrung gemacht hat, dass aus ihnen heraus immer wieder Rechtsverstöße begangen werden. Das betrifft ja im Übrigen nicht nur Versammlungen, die sich gegen Corona-Maßnahmen wenden, sondern etwa auch links- oder rechtsextremistische Versammlungen. Nach dem Bundesverfassungsgericht können aber Erfahrungen berücksichtigt werden, die man mit früheren Versammlungen gemacht hat, die nach Motto, äußeren Umständen sowie Teilnehmer- und Organisationskreis Ähnlichkeiten zur jetzt geplanten Versammlung aufweisen. Einzelne Gerichte beginnen gerade, eine solche Argumentation für Querdenkerversammlungen aufzugreifen. Welcher Stellenwert diesem Gedanken zukommen kann und ob damit ein Verbot auch für Querdenkerversammlungen rechtssicher begründet werden kann, lässt sich derzeit aber noch nicht abschätzen. Für ein Verbot von Versammlungen im Vorfeld bestehen also hohe rechtliche Hürden. Die notwendigen Tatsachen, die ein solches begründen können, werden sich häufig erst ergeben und damit auch beweisen lassen, wenn die Versammlung schon läuft. Bei den Querdenkerversammlungen sind das typischerweise Verstöße gegen Auflagen, zum Beispiel Atemschutzmasken zu tragen oder bestimmte Mindestabstände einzuhalten. Erst ein Verhalten, das gegen solche Auflagen verstößt, rechtfertigt dann die Auflösung einer Versammlung. Bevor man nun aber nach Änderungen und Verschärfungen ruft, die ohnehin mit der Verfassung vereinbar sein müssten, sollte man sich Folgendes vor Augen führen. Regeln, die jetzt für ungewollte Versammlungen aufgestellt werden, können zukünftig auch für viele andere Versammlungen zur Anwendung kommen.